Bestellt man in einem isländischen Pub einen Skull, so erhält man ein neues Scoreboard. Es geht weiter mit TTT und wir steigen voll ins Polishing ein, denn heute will ich einfach ein kleines Feature hinzufügen in Form eines Scoreboards, das einmal in der Lobby angezeigt wird für die Spieler, in dem da zum Beispiel steht, es sind so und so viele Spieler online, was weiß ich, also was ganz Einfaches. Das könnt ihr dann natürlich wieder beliebig ergänzen und im Ingame-State mache ich das einfach ein bisschen umfangreicher, sage ich mal. Da steht dann die Rolle des Spielers sowie die Anzahl der übrigen Spieler. Ich denke, das ist eine ganz coole Idee und damit steigen wir ein, indem ich hier einfach mal in meinem Ingame-State eine kleine Methode mache. Ein Public Void. Die nenne ich einfach mal Update Scoreboard und das Problem ist, dass wir ja im Ingame-State quasi immer die verschiedenen Spieler an sich betrachten müssen. Deswegen übergebe ich hier einen Player. Denn es ist ja nicht so, dass wir allen Spielern das Gleiche zeigen. Es gibt ja Spieler, die eben nach ihren Gruppen sortiert sind. Das heißt, wenn an der Seite Traitor steht, dann darf das ein Innocent natürlich mit seinem Rang nur angezeigt bekommen. Eben für seine Rolle. Das ist, denke ich, ganz logisch und das müssen wir natürlich beachten. Aber auf jeden Fall fange ich jetzt einfach mal an, indem ich an sich das Scoreboard erstelle. Das heißt, wir erstellen uns hier mal eine Variable Scoreboard. Ich nenne es einfach mal Board und das ist eben ein Scoreboard, was wir aus der Methode bucket.get Scoreboard Manager.getNewScoreboard uns erstellen. Und natürlich auch das passende Objective, was wir eben zu diesem Scoreboard benötigen. Das holen wir uns einfach aus Board.getObjective und als Display, nee, Quatsch. Wir registrieren das neu. Also Register New Objective und ihr wisst ja dann mit den beiden Dummy Strings, wo wir uns im Prinzip gar nicht groß kümmern müssen, was da nun wirklich drin steht. So, das passt. Und danach wollen wir natürlich dem Objective jetzt den Display-Slot zuweisen. Das heißt Objective.setDisplaySlot für den Display-Slot. Sidebar natürlich, denn wir wollen das wieder an die Seite packen und nirgendwo sonst hin. Das würde auch keinen Sinn machen. Und dann will ich natürlich dem Scoreboard auch noch ein Display-Name setzen, das heißt Board.set. Nein, wie heißt's? Quatsch, das muss ich ja beim Objective schon machen, so ist es. Set Display-Name. Und als Display-Name nehme ich da einfach mal, was weiß ich, TTT oder so, ist ja relativ egal. Wichtig ist, dass wir dann die Scores entsprechend machen und das mache ich einfach mal so, indem ich sage Objective.getScore und jetzt muss ich nur mal überlegen, wie ich einfach anfange. Erstmal, indem ich direkt die jeweiligen Scores setze. Ich muss mal überlegen, ich will eine Leerzeile, das heißt, das wäre 1. Dann will ich deinen Rang und dann eben den Rang, das wären 3 und 4. Und dann eine Leerzeile wäre 5. Obwohl ich kann das auch in einer Zeile machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Dann fange ich einfach mal hier mit dem Score 3 an und sage, das ist jetzt eine Leerzeile. Das wäre dann entsprechend ganz oben. Ich mache das mal so, dass da auch wirklich ein leerer String quasi ist. So, und das kann ich mir mal eben kopieren, denn jetzt kommt ja quasi immer das Gleiche. Als nächstes haben wir dann natürlich deine Rolle zum Beispiel mal in Grau, was weiß ich. Und dahinter kommt dann eben die jeweilige Rolle des Spielers, die würde ich mir mal hier oben eben zwischenspeichern. Role. Role eben aus. Habe ich hier das Plugin? Ja. Plugin.getRoleManager. Nicht Role Inventories. Punkt. GetPlayerRole für den Player. Player. So. Und dann kann ich hier eben sagen Role.getChatColor plus Role.getName. Und dann haben wir die Rolle quasi dahinter und das bekommt den Score 2, damit es auch drunter steht. Dann mache ich eben noch eine Leerzeile, das kann ich ja wieder einfügen. Das bekommt dann eben die Zahl 1 und ganz unten mit der Zahl 0 meinetwegen kommen dann eben noch in Grau verbleibende Spieler. Und dahinter sagen wir dann einfach, dass wir zum Beispiel in Orange die Spieleranzahl einfügen mit Plugin.getPlayers.size.
denn die sind dann ja logischerweise genau der Größe entsprechend, die wir da haben. Und diese Methode funktioniert an sich auch ganz super, aber natürlich müssen wir die auch immer mal ausführen. Das heißt, zunächst mal müssen wir das natürlich machen beim Start des Ingame-States. Das Problem ist dann natürlich, dass wir noch keine Rolle logischerweise haben. Dementsprechend machen wir hier einfach noch eine Abfrage. Obwohl, wie mache ich das jetzt? Da müsste ich ja so fragen, dass ich sage, if. Wir sind ja hier wieder im Ingame-State, da haben wir diesen Boolean Grace. Das heißt, wenn wir noch in der Grace sind, oder falls wir nicht mehr in der Grace sind, fange ich mal so an, dann können wir die Rolle erhalten. Aber ansonsten, jetzt muss ich das natürlich mal so machen, dass ich hier sage, Roll, Roll. Oder ich mache es ganz anders, es geht auch viel einfacher, dass ich die Abfrage einfach hier mache. Falls wir nicht mehr in der Grace sind, dann kann ich hier sagen, ups, dass wir uns die Roll zwischenspeichern als Roll Roll und dann eben das Objective dementsprechend setze. Da muss ich nur geschweifte Klammern drum machen, das ist natürlich ganz wichtig. So, das ist jetzt ein bisschen chaotisch gewesen, aber jetzt haut das natürlich hin. Und falls das eben noch nicht gesetzt wurde, das heißt, falls wir noch in der Rolle quasi drin sind, dann können wir hier einfach sagen, deine Rolle in Orange noch nicht bekannt oder was auch immer. Und an der Stelle ist mir leider ein kleiner Cutting-Fehler hier unterlaufen, also bitte nicht wundern, ich habe die Aufnahme leider gelöscht, denn ich habe natürlich vergessen, hier in der Aufnahme noch das Scoreboard zu setzen für den Spieler. Also ganz wichtig, darunter müsst ihr, nachdem das Scoreboard mit den Objectives gefüllt wurde, einfach noch die Methode player.setScoreboard mit dem Board Board eben aufrufen. Das ist also ganz wichtig und ich denke, daran habt ihr selber gedacht. Logischerweise setzen wir dafür eben den Score dann auch auf 2, denn das ist ja quasi der gleiche oder die gleiche Zeile, nur dass eben beide Male der Titel dann anders ist, eben einmal mit der richtigen Rolle und einmal eben mit der noch nicht bekannt gegebenen Rolle. Ja, und jetzt müssen wir das natürlich für den Ingame-State auch anwenden. Das heißt, wo soll denn überhaupt beim Ingame-State entsprechend gesetzt werden, dieses Scoreboard? Und der erste Punkt dabei soll natürlich direkt hier diese Start-Methode sein. Das heißt, wenn die Spieler teleportiert werden, da gehe ich einfach in meine Schleife und sage hier, dass wir die Methode Update-Scoreboard ausführen für den Spieler Current, der hier eben quasi in der Schleife gerade dran ist. Das ist also ganz wichtig. Und natürlich wollen wir dieses Scoreboard auch updaten, wenn immer ein Spieler stirbt. Das heißt, dafür gehen wir einfach in unseren Game Progress Listener und dort unten beim Handle Player Death Event zum Beispiel können wir hier einfach nochmal eine Vorschleife machen, bei der wir durch alle Spieler durchgehen mit Bucket.getOnlinePlayers, einfach da ja für alle Spieler dieses Scoreboard geupdatet werden soll. Und dann sage ich hier einfach InGameState.updateScoreboard für den Spieler Current, der gerade dran ist da. Genau, und dann wollen wir natürlich auch entsprechend bei unserem Lobby, nicht Lobby-Countdown, sondern bei unserem Roll-Countdown, bis eben die Rollen bekannt gegeben werden, dann auch nochmal das Ganze neu setzen, denn das Ganze wird ja quasi genau dann mit der Rolle aktualisiert, wenn die Rollen auch bekannt gegeben wurden. Das heißt, wir sagen hier einfach auch, dass wir sagen InGameState. Update Scoreboard für den Spieler Current, denn hier waren wir ja auch in einer For-Each-Schleife wieder drin quasi. Gut, das sollte also erstmal reichen, diese einzelnen Updates. Damit sollte das Scoreboard immer schön frisch und aktuell sein für alle Spieler und wir können jetzt an den Lobby State nochmal gehen, denn auch hier wollen wir natürlich eine Methode machen, die ich einfach mal Public Void Update Scoreboard nenne. Nur dass das Scoreboard hier logischerweise wirklich bloß für alle Spieler gleich ist und nicht für jeden individuell. Aber der Aufbau ist schlussendlich der gleiche. Das heißt, zunächst haben wir ein Scoreboard, das ich mal Board nenne. Das holen wir uns aus bucket.getScoreboardManager.getNewScoreboard. Und dieses Scoreboard, das wollen wir jetzt natürlich gleich auch wieder mit einem Objective versehen. Zack, das heißt Objective. Objective ist gleich Board. Register New Objective. Wichtig ist hier, dass wir die Strings anders wählen als beim ersten, denn ansonsten könnte es eben sein, dass wir unter Umständen, zum Beispiel wenn das Spiel dann neu gestartet wurde, aber wirklich nur unter Umständen dann quasi den Fehler bekommen, dass so ein Board schon existiert. Ich nehme einfach mal die Dummy Strings ABCDE.
Man könnte da auch alles andere nehmen, wie gesagt, die sind ja wirklich nur Füllmaterial, so abc.de. Und schwupp, für das Objective setzen wir natürlich zunächst wieder den Display-Slot. Display-Slot.Sidebar ist natürlich ganz parallel zum anderen Scoreboard und dann sagen wir Objective.Set Display-Name. Da wähle ich einfach wieder zum Beispiel TTT aus, wie auch immer. Und dann wollen wir natürlich wieder die einzelnen Scores setzen. Da sage ich zunächst mal wieder, nicht Object View, Objective.getScore. Und da sage ich zum Beispiel, zuerst haben wir wieder eine Leerzeile, .setScore eben 3, damit das wieder ganz oben ist. Und das kopiere ich mir einfach mal, denn jetzt sage ich mal, dass zunächst die Spieler kommen, die gerade online sind. Das heißt, da sage ich einfach mal Spieler und dann in Orange. Jetzt habe ich hier das Plugin gar nicht verzeichnet, das werde ich mal ganz kurz hier machen. Private Main Plugin. So etwa. Und dann lasse ich mir das hier übergeben. Main Plugin. Und dann kann ich ganz einfach sagen, this.plugin gleich Plugin. Schwupp. Und jetzt wird natürlich mein Game State Manager rummeckern, denn dem habe ich dieses Plugin ja noch nicht übergeben. Das mache ich jetzt hier einfach. So, schwupp. Und dann kann ich hier eben sagen, Plugin.getPlayers.size. Von, das kann ich einfach mal machen, dass ich so einen Schrägstrich mache, damit man weiß, wie viele überhaupt maximal kommen können. Und die maximale Anzahl, die steht ja hier im Lobby State mit Lobby State.max Players. Damit haben wir quasi so einen cooleren Überblick und als Score wählen wir dann natürlich 2. Dann füge ich hier wieder eine Leerzeile ein und als Score 0 will ich hier einfach einfügen, wie lange es noch dauert bis zum Start. Da schreibe ich zum Beispiel mal in Grau bis Start, Doppelpunkt und dann in Orange eben die Anzahl der Sekunden. Die Sekunden an sich stehen jetzt natürlich im Lobby-Countdown, das heißt Lobby-Countdown, Countdown habe ich den genannt, Punkt GetSeconds. Und dahinter schreibe ich noch Sekunden zum Beispiel, aber ich will das nicht in Grau, sondern in Orange. So. Und dann sollte das passen. Zum Schluss ist natürlich noch wichtig, dass wir das Scoreboard auch tatsächlich dem Spieler jeweils setzen. Das heißt, wir sagen hier einfach, dass wir in einer Vorschleife jedem Spieler aus Player Current von Bucket.getOnlinePlayers so Current.setScoreboard eben das Scoreboard Board, was wir uns hier gerade erstellt haben. So. Und wie wir es natürlich eben schon gemacht haben, müssen wir auch diesmal eben dieses Scoreboard aktualisieren an gewissen Stellen. Und zunächst wollen wir das natürlich machen, wenn ein Spieler eben joint, dass das Scoreboard ihm dann quasi gesetzt wird. Das ist logisch, denke ich. Und dafür gehen wir einfach in unseren Player Lobby Connection Listener. Und da habe ich ja eine Handle Player Join Methode, wo wir eben sagen, dass ein Spieler hier joint. Und da haben wir auch diverse Dinge gesetzt. Und wir wollen hier eben einfach sagen, dass wir quasi für den jeweiligen Game State, der da gerade vorherrscht, auch wirklich das Scoreboard neu setzen. Das heißt, ich gehe mal hier runter, da haben wir nämlich den Lobby State irgendwie mal gecastet. Da gehe ich einfach mal hier drunter und sage Lobby State.Update Scoreboard, damit eben für alle Spieler beim Join quasi das Scoreboard geupdatet wird. Und genauso machen wir das natürlich auch beim Quitten eines Spielers. Ansonsten wäre das natürlich relativ sinnig. Genau, damit wird das eben aktualisiert. Und natürlich wollen wir dann auch jeweils bei den aktualisierten Sekunden in unserem Lobby-Counter und das Ganze durchführen. Das heißt, hier in der Start-Methode wollen wir das einmal machen, indem ich hier einfach mal gucke, ob wir im Lobby-State sind. Das Problem ist, wenn dieser Scheduler weiterläuft, dann würden wir dann eine Class-Cast-Exception bekommen. Das heißt, dass wir dann nicht zum Lobby-State casten könnten. Deswegen mache ich hier einfach mal eine Abfrage, ob wir eben wirklich im Lobby State sind, das heißt if Game State Manager, so habe ich den hier glaube ich gespeichert, genau. Punkt get current Game State Instance of Lobby State. Dann können wir einfach kurz sagen, dass wir hier drin etwas zum Lobby State casten mit Game State Punkt Game State Manager Punkt get current Game State Punkt. Und dann können wir einfach hier die Methode ausführen, Update Scoreboard, so wie wir es wollen.
Und genauso kann ich mir das mal eben kopieren, eben für unsere Stop-Methode, auch wenn es eigentlich klar ist, dass wir da im richtigen Game-State sein müssten. Genau. Ja, wie gesagt, ihr könntet hier auch wieder verschiedene Dinge zusätzlich anwenden, zum Beispiel für die Spectator irgendwie eine zusätzliche Rolle, die da eingeblendet wird. Das sind wieder Sachen, die ich euch komplett offen lasse. Aber an sich müsste das so funktionieren, wie ich mir das jetzt eben für mich gedacht habe. Und das will ich natürlich auch direkt mal ausprobieren, indem ich das Plugin hier kurz exportiere. Schwuppdiwupp. Und dann gehen wir direkt mal auf meinen Server. Heute bin ich nur mit einem Account unterwegs, einfach weil ich das auch mit einem Account austesten kann, die ganzen Sachen. So, und da sehen wir schon, wir sind hier im Scoreboard TTT. Spieler sind 1 von 9, dann haben wir eine Leerzeile und bis zum Start werden die Sekunden jetzt hier runtergezählt. Ich setze mal eben auf Tageszeit und dann sage ich einfach mal Slash Start. Das sollte jetzt natürlich sich genau automatisch hier wieder runterzählen. Zack. Und dann sehen wir hier, deine Rolle ist jetzt noch nicht bekannt und es verbleibt eben noch ein Spieler. Und jetzt wurden die Rollen bekannt gegeben und ich bin ein Innocent. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd zu zeigen, eben mit dem einen Spieler, dass ich hier auch sterben kann. Aber wenn ich jetzt einfach mal mich in den Game Mode einsetze, auch hier ist übrigens zu sagen, man könnte genauso für den Ending State noch sich was Zusätzliches ausdenken, womit man eben das Ganze noch ein bisschen verdeutlicht, dass das Spiel auch vorbei ist. Aber auf jeden Fall sehen wir dann hier, verbleibende Spieler sind eben 0. Und auch als Spectator dann quasi, selbst wenn jetzt hier die Runde vorbei ist, würde das Scoreboard eben noch genauso stehen bleiben. Und ich denke, das ist zwar Geschmackssache, aber man kann es so lassen. Und ich denke, für dieses Tutorial haben wir damit einen coolen Polishing-Effekt erzielt. Zuerst ein riesen Dankeschön an alle Patreon-Unterstützer, die dieses Video überhaupt möglich gemacht haben. Du magst meine Videos auch? Dann abonniere meinen Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen und erzähl deinen Freunden und Kollegen von mir. Für Downloads, Events und vieles mehr schau unbedingt auf meiner Website vorbei, du findest sie in der Videobeschreibung. Besuch auch mal meinen Discord, der ebenfalls in der Beschreibung zu finden ist. Du wirst die Community lieben.